Es war kein Wahlkampfauftritt, keine Aschermittwochsrede, auch schon gar kein Stammtisch. Aber die Rede von Hubert Aiwanger beim Auftritt vor der versammelten Jägerschaft hörte sich eher danach an als nach dem Grußwort eines stellvertretenden Ministerpräsidenten und Landesvaters. Ich bin überzeugt, Bayern und Deutschland wäre sicherer, wenn jeder anständige Mann und jede anständige Frau ein Messer in der Tasche halten dürfte und haben dürfte. Und wir würden die Schwerkriminellen einsperren. Das war der richtige Weg. Markus Fahrt forscht seit 20 Jahren über Gewalt und Konflikte zwischen Menschen und wie es dazu kommt. Zu der Aussage von Hubert Aiwanger hat er eine ganz eindeutige Meinung. Klares Statement kann man eigentlich nicht anders formulieren, dass insbesondere nach den Ereignissen, dem Attentat von Halle, ein Politiker auftritt und offen sich an alle wendet, und ich sage es bewusst, die sich selbst für anständige Bürger halten und die dazu ermutigt, sich zu bewaffnen und mit Angriffen zu rechnen, das ist eigentlich, sollte das ein absolutes No-Go sein. Genauso, wenn Aiwanger von diesen Spinnern im Internet spricht, gegen die man sich zur Wehr setzen müsse. Und wenn dann die Veganer uns angreifen, gehen wir mal gemeinsam drauf und sagen wir, wovon lebst denn du überhaupt? Du lebst doch gar nicht gesund, schau dir doch einmal an, meistens sieht man sie ja schon in der Ausschau noch. Insbesondere wenn dann eine Wertung dazu kommt wie die Spinner, dann sind wir eigentlich schon bei einer ganz offenen Diskriminierung. Und das muss man sagen, es ist ja auch der Aufruf drin, sich zusammenzuschließen im Internet und dann quasi auf diese verbal, schriftlich loszuschlagen, das ist ein Aufruf zu psychischer Gewalt. Das Problematische an dem, was Aiwanger sagte, sei nicht das Thema, so der Gewaltforscher, sondern die Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in die Anständigen und den Rest, wir gegen die anderen. Konflikt und Eskalationen würden so, wenn nicht gesät, auf jeden Fall gewässert. Das wäre eine Saat in Richtung Deeskalation, dass man schaut, nicht was trennt uns voneinander. Du bist gegen Jagd, du bist Veganer, du bist für mich kein anständiger Bürger, sondern was verbindet einen? Und das können sehr wohl Sachen sein, dass auch diejenigen, die ihm nicht gefallen, vielleicht auch Sorge um ihre Familien, ihre Kinder haben und versuchen wollen, wirklich eine friedliche Gesellschaft zu gestalten. Das wäre die Aufgabe eines Politikers, sagt der Konfliktforscher.